Hallo ihr Lieben! So, heute zeige ich euch, was im Love from Lissy My Kit 2019 drin ist. Ich habe das bekommen und hier ist der große Beutel und hier der kleine und ich würde sagen, ich mache die jetzt gleich mal auf und zeige euch, was da so drin ist. Wir beginnen mit dem großen. Und da ist einmal drinnen dieses Stempelset. Und ihr seht schon, das ist so ein bisschen, ja, mit so Fotokameras. Einmal mit Herz drin. Dann dieses Hello gefällt mir sehr gut. Und auch das Smile, diese Schrift. Die eignen sich super zum Embossen. Das sind die. Dann haben wir mit drin Designpapier und das ist doppelseitig bedruckt. Ich gehe das mal eben so mit euch durch, dass ihr das sehen könnt. Und ihr seht schon, eine Seite ist immer ein bisschen mehrfarbig gehalten und eine Seite dann ein bisschen ruhiger. Und das ist immer gut, um kombinieren zu können, finde ich. Das sind die. Dann haben wir Sticker mit bei und das sind einige. Und zwar sind die transparent. Also wenn man die weglöst, seht ihr das? Sind die transparent. Es spiegelt hier ein bisschen, das tut mir leid, aber das wäre einmal dieser Bogen, dann dieser und das sind so weiß bedruckte Sticker. Das sieht total klasse aus, wenn man das auf dunklen Cardstock klebt. Natürlich auch folierte. Dann das sind dann normale Sticker, so Cardstock-Sticker. Die sind ein bisschen fester. Ganz viele Herzen. Hier wieder diese transparenten, diesmal mit Schriften, einmal in Schwarz und das Ganze auch nochmal in Weiß. Und dann haben wir hier noch, das ist ganz spannend für diejenigen unter euch, die Bullet Journal oder sowas machen, weil da hat man Wochentage oder wenn man ein bestimmtes Datum herausheben möchte, einen Geburtstag zum Beispiel. Das ist das. Dann ganz, ganz toll, das sind neue Sticker von Lissy, Wellenlinien. Und die sind wie immer bei ihr in drei verschiedenen Breiten. Also einmal breit, einmal so mittel und dann noch einmal schmale. Und hier haben wir einmal weißen Cardstock, einmal schwarzen Cardstock, dann so ein lila. Ein Türkiston, ein Gelb, dann einmal, und das ist jetzt das, auch das amerikanische Maß, also nicht A4, sondern dieses Letter Size in Mattgold, ein ganzer Bogen und ein ganzer Bogen von diesem roséfarbenen Perlmutt Cardstock. Und dann kommen wir zum kleinen Beutel. Wir haben hier einmal drinnen Nouveau Drops. Und zwar diesmal sind es Jewel Drops in der Farbe Honeysuckle. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da bin ich ganz gespannt drauf. Das trocknet ja transparent. Da bin ich gespannt, wie das dann aussieht. Dann ist natürlich wieder Band mit drin.
Und zwar einmal so ein rosa lila, ja eher lila, weiß, ein gelb ist mit dabei, ein Lachs würde ich das jetzt mal nennen, schwarz und weiß. Und das sind schöne schmale Bänder. Dann sind hier mit drin einmal ganz viele Herzen. Und die sind so ein bisschen puffy, also sind so ein bisschen mit Luft gefüllt. Total spannend, die anzufassen. Das ist auch mal witzig, sowas auf einer Karte. Die sind mit drin. Und dann, die finde ich so, so süß. Das sind kleine Schleifen und die sind so wie Leder. Also kleine Fliegen. Also ich finde die total niedlich, wirklich. Also ja, ich stehe total auf so kleinen Krams und ja, ich finde die total süß. Und da haben wir einfach so Lederfarben, Gold und Silber, Schwarz-Weiß und halt so zwei Brauntöne. Dann auch wie immer dabei eine Packung mit diesem Paillettenmix. Dann hier haben wir drin, die nehme ich auch mal kurz raus. Das sind so Blüten. Und die sind auch so, das ist so wie Leder, fühlt sich das an. Und die sind auch niedlich. Also, ja, ich finde die süß. Dann haben wir eine Packung. Ich mache das jetzt auf und zeige euch, dass es so viel drin. Das sind Cutouts. Ja. Und zwar wirklich, also alles ist da drin, also von Sprüchen, teilweise foliert, Herzen, Pflanzen, dann so Schildchen, wo man noch was draufschreiben kann. Die finde ich auch toll, so eine Kamera. Und die sind echt groß auch, also teilweise gerade so eine Blume. Ein Okay. Dann hier kann man das noch zusätzlich auseinanderbrechen, mache ich jetzt noch nicht, aber hier wäre ein Blatt. Ja, und da kommen nochmal so wunderschöne folierte Teile. Also, ja, ihr seht schon, da wird es für mich wieder eine Herausforderung, das alles in den 10 Karten oder von allem etwas in den 10 Karten unterzubringen. Also, ja. Also ich freue mich darauf natürlich, aber da von jedem was zu verwenden, also wir haben ja Sticker, wir haben Stempel sowieso immer, dann diese, ja, also das wird spannend. Dann haben wir hier nochmal ein Schild und das finde ich so toll. Also das sind einmal Zweige. Sind zwei Stück und die sind jetzt noch nicht komplett aus. Also da kann man diese Zwischendinger hier noch rausdrücken. Und dann werden das so ganz filigrane Zweige. Total schön. Und diese Blume hier, seht ihr, ist das alles so vorgestanzt. Ich werde das dann natürlich noch raustrennen. Das mache ich jetzt noch nicht. Aber ihr könnt es schon erkennen. Also total schön. Also da freue ich mich auch drüber. Und das sind so viele. Wahnsinn. So, und das war aber noch nicht alles, denn es gibt auch Stanzformen dazu. Diesmal nicht mehr ganz so große wie beim letzten Kit. Aber wir haben hier einmal ein Thank You-Schildchen, wo dann das Wort Dankeschön, also Thank You, ausgestanzt wird. Und dann haben wir einmal so ein schönes
Schnörkelherz, dann einmal ein Herz mit so am Rand gestrichelt, dann ein Herz, ein kleineres und dann noch ein Mini-Herzchen. Toll. Ich werde natürlich wieder 10 Karten basteln, verschiedene Karten aus dem Kit. Gut, das war, was im Kit drin ist. Und ich werde euch natürlich auch das Kit und die Sachen wieder unten in der Infobox verlinken, falls ihr da Interesse hättet. Da steht auch ganz genau nochmal beschrieben, wie, was, wo, für die, die es noch nicht wissen. Ich habe auch diesen Monat von Lizzie noch ein Add-on dazu bekommen. Das kann man sich dazu bestellen zum Kit. Es gibt noch weitere Add-ons zum Kit. Auch die werde ich euch selbstverständlich verlinken, falls ihr Interesse hättet. Das hier packe ich euch kurz aus, weil es spiegelt hier. So, also hier drin in diesem Sticker-Set. Das ist recht groß. Das sind 12 Inch. Das ist 12 Inch lang. In diesem Sticker-Sheet, das kann man kaum erkennen. Also hier, doch, jetzt sieht man es. So ein Häschen. Und das sind so Kraftsticker mit teilweise foliert, schwarz-weiß, halt alles so passend zum Kit. Und diese Sticker, die sind jetzt nicht so dick wie Cardstock, aber auch nicht ganz dünn und sind so, es ist ja Kraftpapier und nicht Plastik. Also ganz spannend von der, auch zum Anfassen. Und was natürlich ganz, ganz toll ist, und damit werde ich bestimmt arbeiten diesmal, sind wieder Alphabetsticker. Und die finde ich immer ganz, ganz toll, wenn man sich selber mal einen Spruch schreiben möchte. Und mit dieser Schrift, die passt natürlich dann auch perfekt zum Kit dazu. Und das gefällt mir auch sehr gut. Dieses Alphabet von der Schreibweise her, auch mit diesem Schatten. Ich habe früher selbst mir in meine Schulhefte so reingekritzelt. Das erinnert mich total an meine Schulzeit. Wirklich so Oberstufe. Lustig. Also, das sind diese Sticker, die ich dazu bekommen habe. Falls ihr mögt, dürft ihr euch die natürlich dazu bestellen. Ich habe mir auch noch ein paar Sachen bei Lizzie bestellt nach dem letzten Kit und habe mir das dann mit diesem Kit mitschicken lassen. Das ist ja eine Option, die man hat. Die habt auch ihr, wenn ihr das Love from Lizzie Kit abonniert habt. Dann kann man sich jeweils Dinge mit dem nächsten Kit zuschicken lassen und bezahlt dann keine extra Versandkosten. Und ich habe mir deshalb, habe ich schon letztes Mal erwähnt, ich habe mir noch mal so eine Box geholt. Ich habe so eine ja schon bekommen von Lizzie beim April, mit dem April-Kit zusammen. Und ich musste jetzt einfach noch mal eine haben. Und ich werde wahrscheinlich noch mehr davon bestellen, weil ich jetzt gemerkt habe, doch, die sind so vielseitig einsetzbar, diese Boxen. Und ja, auch sehr stabil. Deshalb habe ich mir noch mal eine geholt und ich musste diese Embossing-Pulver haben. Die sind noch aus der März, vom März kamen die raus. Und zwar ist das einmal Powder Pink Party, Pastel Purple Party und einmal noch Sparkling Snow. Und ich habe diese drei natürlich auch schon mal embossed. Hier könnt ihr das sehen. Also das ist dieses Sparkling Snow. Dieses Powder Pink Party. Und dieses Pastel Purple Party. Total schön. Gefällt mir total gut. Dann habe ich mir auch mitschicken lassen. Und zwar sind das die speziellen Papiere. Und zwar sind die vom letzten Monat, also vom April-Kit. Aber ich finde, bei diesen Spezialpapieren, die gehen eigentlich immer. Also die sind,
die passen zu sehr vielen Dingen. Das war natürlich jetzt von der Farbgebung und so zum Kombinieren mit dem April-Kit, aber ich fand die Papiere so, so schön, dass ich dachte, ich muss die einfach haben, auch, ja, um einfach so mal zu basteln, weil, seht euch das an. Und das ist geprägt. Also das ist, sieht man auch von der Rückseite, total schön. Also die fühlen sich auch ganz, ganz speziell an und die sind handgefertigt. Also das sind wirklich spezielle Papiere. Einmal dieses. Und dann hier, das sieht so wie so Rochen oder so. Also so ganz eine spezielle Oberfläche. Und auch hier von der Rückseite, man sieht wirklich, das ist tief, tief geprägt. Also das ist nicht nur so ein bisschen. Dann hier, das sieht aus wie so Leder. Also für Herrenkarten, Wahnsinn. Also ja, die Rückseite. Und dann nochmal so ein Schimmerpapier. In Rosé. Total schön. Dann so ein graues Krinkelpapier. Ja, also die sind echt klasse. Also und da und das hier, das finde ich auch total schön. Und bei solchen Papieren, da braucht man so wenig, setzt einen Akzent und die Karte wirkt gleich nochmal viel, viel hochwertiger. Und ja, also die musste ich einfach haben. Und ihr seht auch so, die Farben passen perfekt zueinander. So wird es noch schöner aussehen. Ja, da habe ich mich riesig gefreut, als die jetzt ankamen und als ich die so wirklich so in meinen Händen auch halten konnte, weil über den Bildschirm... Ja, es, wenn man die in der Hand hat, die sind einfach nochmal so viel schöner. Also wirklich. Einfach, dass ihr das wisst, das ist vom April. Ist aber immer noch erhältlich. Also wenn euch das interessieren würde, ich verlinke euch auch dieses Papier unten in der Infobox, falls ihr Interesse hättet, da das mal auszuprobieren und damit ein bisschen zu spielen. Gut. Und das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, mein Unboxing hat euch gefallen und ihr dürft natürlich wieder gespannt sein, was ich daraus so machen werde. Was für Karten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.